Ei, gute Wie. Ich bin hier bei der Kirche angekommen. So. Hier neben, hier stellen wir erstmal die Kisten hin. Da habe ich mir auch schon überlegt, die könnte ich rein theoretisch. Na, so wie sie gerade steht, vielleicht nicht ganz. Wir schieben sie nochmal ein bisschen raus. Er hat mir überlegt, die könnte ich vielleicht, wenn ich später einen Stapler hier oder den Lader mir halt hier herhole, könnte ich die Kiste ja seitlich einmal aufgabeln. Oder warte mal, andere Idee noch. Da ist Vorwärtsgang. Dann hatte ich so überlegt, dann könnte man die eigentlich ja auf der Gabel hier noch so ein bisschen mehr reinstellen. Aber mir kommt gerade die Idee. Ich könnte die ja auch direkt hier so mir hinstellen. So, hier, genau. Hier unten wird ja dann befüllt. So, dass wir hier machen wir auch das Türchen schon auf. Und ja, dann haben wir hier quasi kurzen Weg. Leere Kiste raus, hier drunter befüllen lassen und ja, mal gucken. Vielleicht haben wir die andere Britsche dann irgendwo hier stehen und laden sie da auf. Sowas in der Art. Dann bräuchten wir zumindest nicht. Wobei, ja doch, wir müssen den Lader trotzdem hier hoch. Weil ich werde nicht die komplette Ernte in die Anlage schon reinfüllen können. Das heißt, wir haben hier dann noch Kisten rumstehen. Also ja, doch, Lader werde ich hier hochholen müssen. Da komme ich wohl nicht drum herum. So. Da. Ups, die Taste. Und dann gucken wir jetzt mal. Ich hatte doch unterschiedlich bei den Kirschen. So, genau. Hier hatten wir keinen Kalk hingefahren. Bei den anderen schon. Und wir hatten hier hinten gar nicht gedüngt, hier vorne nur einmal und in der Mitte halt zweimal. Das heißt, wir könnten mal hier anfangen, nehmen die vorletzte Bahn und dann die Bahn daneben und gucken mal, wie der Unterschied da vom Ertrag ist. Mit dem Kalk müssen wir gucken, die Bahnen sind ja schon wieder länger, die müssen wir dann mit anderen vergleichen. Und die ganz hinterste, da sind glaube ich ein bisschen weniger Bäume drin. Also die ganz hinterste ist hier am Zaun entlang. Das heißt, die ist zum Vergleich eher schlecht. Da sind sowieso weniger Bäume. So. Achso, erst ausklappen. Natürlich. Da, das wird das Kringelchen hier haben. Na klar, das machen wir doch. Dann schalten wir an und rauschen hier durch. Ja, bin ich zu weit weg? Oder bin ich zu nah dran? Man weiß es hier nie. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Ja, dann war ich wohl zu weit weg. Da müssen wir näher dran. Also müssen wir die Bahn auf jeden Fall auch nochmal runterfahren. Ey, komm, jetzt bin ich aber wirklich sehr, sehr nah dran. Ah doch, jetzt hat er mal wieder ein Bäumchen. Also sollte das Bäumchen dann wohl zwischen der Markierung und dem Anhänger dann wahrscheinlich durchlaufen. Damit das gut funktioniert. Gut, dann müssen wir die Bäumchen, die wir hier jetzt noch nicht geerntet hatten, noch
Ich bin echt mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Macht das so viel? Ich meine, wir haben jetzt nicht gedüngt, zu voll gedüngt. Die Reihe daneben. Also ja, da sind zwar hellblaue Flecken dazwischen, wo also nur Stufe 1, aber ich habe mein Bestes gegeben. Wenn halt nicht überall Dünger hingeht, da kann ich auch nichts für. Gut. Aber hier, ich schreibe mir das mal eben auf. Wir haben 1345 Liter. Dann geht das jetzt hier in die Reihe nebendran, die ja voll gedüngt ist. Wie gesagt, ein paar hellblaue Flecken, ja. Aber wir sind mit dem Sprühgerät durch, wenn da halt nicht überall von dem Sprühgerät Zeug landet. Das ist nicht unser Fehler. Das Bäumchen hat er nicht genommen. Also auch hier müssen wir zweimal die Reihe am besten langfahren. Aber ja, ich glaube, man kann schon so ein bisschen eine Tendenz entdecken. Hier nimmt da wieder einige nicht. Also da würde ich mir noch wünschen, wenn es wieder Kirschen dann gibt im 25er auf der Bergmann, dass es vielleicht irgendwie eine klarere Linie gibt. Beim Ernten, wie muss ich da jetzt ranfahren, dass ich nicht jede Reihe zweimal fahren muss, um die Bäume, die er nicht mitgenommen hat, dann doch noch leer zu kriegen. Aber ja, also man sieht, es ist ja, es ist mehr. Da hängen keine mehr dran, da auch nicht mehr. Sind also ja nicht auf den Liter genau. Wobei der unterste Baum fehlt ja noch. Sind fast 2000 Kirschen jetzt mehr, als wir vorher hatten. Jetzt hat er sie genommen. 3131, also tatsächlich, ja, nicht ganz, aber fast 2100 mehr als vorher. Ja, 3431, wir können ja mal rechnen. So, warte mal, müsste ich mir anders aufschreiben, das geht besser. Das minus das. Sind 2086 Liter zu 1345 Liter. Also, ja. Düngen lohnt sich also auf jeden Fall. Warte mal, ich könnte ja jetzt gerade hier in die hinterste Reihe noch rein. Also, düngen lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie der Unterschied aussieht bei Kalken und Nicht-Kalken. Und da vielleicht, wer von euch, hat da jemand auch die Kirschen gekalkt und wie ist das? Muss man dann auch alle drei Ernten wieder neu kalken oder wie ist es umgesetzt? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Denn ich werde hier jetzt nicht mehr bis zu einer dritten Ernte noch kommen. So, gut. Haben wir auf jeden Fall die ersten 4000 Literchen. Und mal gucken, wie viel in unsere Verpackungsanlage hier
reinpasst. Denn der Anhänger wurde ja umgebaut. Den können wir jetzt hier rückwärts daran fahren und können direkt in die Anlage auch entleeren. Da. Jetzt macht das. Okay, das passt schon mal komplett da rein. Aber lass mal gucken. 10.000 Liter kriegen wir da rein. Okay. Das ist auf jeden Fall mehr, als ich gedacht hätte. Schon mal 10.000 Liter, die wir da direkt weg sind. Direkt los sind. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann lass uns jetzt mal gucken. Ja, theoretisch wären wir noch gespannt. Hier die vorletzte zu der hier. Zu eben zweimal gedüngt, einmal gedüngt, der Unterschied. Und wo war die mit Kalk? Ah, nee, Kalk hatte ich. Nee, Kalk hatten wir überall. Hier hatten wir, das waren die, wo wir gepflügt hatten. Kalk hatten wir gar nicht gemacht. Ah, sowas. Aber hier war gepflügt. Also quasi die letzte ganz lange Bahn. Das heißt, es wäre die Frage, einmal die Bahn, einmal die Bahn und einmal die Bahn zu nehmen und zu gucken, wie da die Unterschiede sind. Dann sage ich jetzt mal, das hier ist die Bahn. Wir fangen hier an. Dünger 100%. Und Flug. So. Die Bahn hier. Wir gucken sicherheitshalber nochmal. Bevor wir jetzt wirklich anfangen. Ja, das ist er. Das ist er. Ich meine, hier hatten wir auch gepflügt, aber da sehen wir, da ist noch ein bisschen mehr Rot da drin. Und die Bahn ist kürzer, deswegen für einen Vergleich eher schlecht. Das Flügen war ja auf jeden Fall, dass es ja keine schöne Arbeit war. Die andere Frage ist aber auch wieder, bei Feld ist es ja je nach Frucht, musst du danach. Und ja, hier ist halt die Frage, musst du dann überhaupt nach jeder Ernte oder musst du hier nur einmal drüber und das war's? Können wir mal gucken. Wir sehen hier so ein paar Flecken, wo der Dünger weg ist. Kommt hier wieder Flügen? Ja, guck, da kommen wieder rote Striemen rein. Also man müsste dann tatsächlich nach jeder Ernte auch wieder mit dem Pflug ran. Ich fahre auch sicherheitshalber die Bahn nochmal runter. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob bei jedem Baum der Füllstand sich erhöht hat. So, auf jeden Fall kommt gut was runter. So, gucken wir mal. Haben wir hier nochmal Kirschen? Kirschen, Kirschen, Kirschen. Ich glaube fast, ich habe alle Bäume erwischt diesmal. Ist mal besser lang gefahren. Ist auch nichts mehr. So.
Naja, war wohl alles erwischt. Letzten beiden Bäume hier. Nö, da hängt auch nichts dran. Okay, also das waren 2507. 2507. Jetzt sind wir ja schon über die Hälfte vom Anhänger. Das heißt, wir machen jetzt einfach die nächste Bahn. Hier ernten wir weiter, machen den Anhänger voll. Und wenn er leer ist, gehen wir dann in die nächste Vergleichsbahn. Da hat er gerade ein Bäumchen nicht genommen. Ja, auf jeden Fall. Da sogar noch eins. War ja also jetzt zu nah dran. Oh, voll. Gut. Hier sind Bäumchen noch. Da sind noch Kirschen. Da sind noch Kirschen. Da sind noch Kirschen. Hier haben wir ein paar ausgelassen jetzt. Aber mit der Reihe sind wir eh nicht fertig geworden. Müssen wir ja so oder so noch rein. Ba, 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 ba. So, das ist leer und dann gucken wir auch hier mal. Anschalten. Dann sieht man da, der verarbeitet die jetzt. Die müssen erstmal quasi rüber. Können uns ja das auch mal hier aufmachen. Der Futtermischer, der war noch die ganze Zeit an. Eieieiei, vergessen auszuschalten. Dabei ist er so teuer in der Produktion. Naja, zum Glück haben wir es heute noch gemerkt und nicht erst am nächsten Tag. So. Genau, und hier passen auch nochmal. Also insgesamt, wenn beide Lager quasi voll sind, können wir 20.000 Liter Kirschen hier reinballern. Na, das ist schon ordentlich. Und ja, dann kommt hier Befüllung starten. Da sehen wir jetzt, die ersten Kirschen sind drin. So kommen die dann raus. Da müsst ihr halt einfach die Kiste hier drunter. Und ja, wir müssen ja jetzt wieder warten. Also die Anlage sollte man, wie man sieht, relativ früh einschalten. Die braucht auch ihre Zeit, bis da was rauskommt. So. Ernteanhänger leer. Wir können in die nächste Vergleichsbahn. Das wäre jetzt dann die nächste Bahn voll gedüngt, aber nicht gepflügt. Und dann hätten wir noch eine Vergleichsbahn nicht gepflügt und nur einmal gedüngt. Dann hätten wir alle Vergleiche. Da hat er wieder einen Baum ausgelassen. Ich bin wohl wieder zu nah dran. Was hatten wir da vorhin? 2,5. Pflügen. Ich bin echt gespannt. Aber es wäre eigentlich zu wünschen, wenn es keinen wirklichen Unterschied gäbe, weil das Pflügen ja echt eine Scheißarbeit ist. So.
Und ja, wir sind hier schon bei 2, 2, 3, 1. Und er hatte zwischendrin Bäume ausgelassen. Also ich glaube, pflügen, nicht pflügen, macht keinen Unterschied. Das fände ich sympathisch. Aber wie gesagt, das A ist es etwas seltsam, weil du würdest ja im Boden die Wurzeln vom Baum. Ich glaube nämlich, Kirsche ist gar nicht so mega tief verwurzelt. B kommst du natürlich sowieso nicht so gut an den Bäumen ja immer vorbei. Na, hier haben wir einen. Den hat er jetzt mitgenommen. Den muss er noch mitnehmen. Zack, Kirschen weg. Und ja, guck mal, da sind wir sogar jetzt gut. Kann natürlich sein, dass doch ein Baum mehr in der Reihe war oder so. Wir sind jetzt ein bisschen mehr. Und wir hatten hier nicht gepflügt. Das Pflügen Abzug bringt, kann ich mir nicht vorstellen. Also dementsprechend 2628 zu vorhin 2507. Einigen wir uns also darauf, dass Pflügen kein Ertragsbonus bringt bei den Kirschen. Der Test hat's ergeben. So. Da waren doch in der Reihe waren doch irgendwo noch welche. Oder war das die Reihe nebendran? Nee, hier. Das wieder schön voll machen. Also gut, Pflügen scheint schon mal nichts zu bringen. Ja, ich denke mal, das Düngen, das wird einen Unterschied machen. Ich finde es zwar trotzdem komisch, dass beim zweiten Düngen da eben nicht überall der Dünger angezeigt wird. Dass da diese Flecken auf der Minimap sind, aber ja, was willst du machen? Ist halt so. So. Da sind wir voll. Haben wir jetzt schon 3 Anhänger voll. 12.000 Liter. Das heißt, da die Anlage ja so langsam läuft, werden wir jetzt den Anhänger wahrscheinlich gar nicht direkt alles leer. Nicht alles los. Deswegen würde ich gerade dazu tendieren, den jetzt einfach als Kisten mal hier hinzustellen. Ah, hier, so, die Taste. Nicht die Abladentaste, sondern die Entladentaste. Wir gucken aber mal kurz. Wie viel haben wir hier jetzt? Es reicht immer noch nicht, um die Kiste voll zu machen. Aber zumindest ist jetzt komplett in der Kiste mal der Boden bedeckt. Also ja, wir müssen die Anlage auf jeden Fall einen guten Moment laufen lassen. Die ist sehr, sehr langsam. Damit nicht mehr als richtig, dass wir hier die Kisten und ja, wie gesagt, dafür dann eben später einen Lader hier hoch, dass ich die Kisten dann wieder in die Abfüllanlage nachliefern kann. So, Folge ist zwar schon etwas länger, aber wir gucken uns jetzt noch die hinterste. Beziehungsweise wir gucken die vorletzte Reihe. Die ist auch schon nur einmal gedüngt. Und in der letzten Reihe haben wir hier unten diesen kleinen Fleck, wo kein Dünger gelandet war. Deswegen nehmen wir lieber die vorletzte. Die sieht auf der Map an sich einfach besser aus. So, Ernte einschalten.
Aber ich würde sagen, was schon vermutet war, weniger Düngen, weniger Ertrag. Hier kommen wir doch niemals auf 2,5. Oder? Ich fahre die Bahn noch mal runter, ob ich Kirschen vergessen habe. Aber ja, wir sehen, runden wir mal gerade erstmal auf, während 2,2. Also es ist jetzt nicht, dass einmal Düngen, zweimal Düngen jetzt einen riesengroßen Unterschied macht, aber es macht einen Unterschied. Ich fahre mal ein Stück hier nebendran, wenn ich Kirschen sehe. Können wir ja dann den Anhänger nochmal platzieren. Aber es geht so einfach schneller, hier die Reihe durchzufahren. Und ne, also ich sehe keine Kirschen mehr. Wir haben alle Bäumchen erwischt. Okay. Also, nur 50% Düngen. Düngen 50% ergab 2152. Also, ja, etwa 350 Liter Unterschied zu zweimal Düngen. Es ist nicht besonders viel. Aber 350 Kirschen pro Reihe mehr oder weniger haben, macht natürlich trotzdem was aus. Das macht natürlich trotzdem was aus. Aber ich fand es jetzt tatsächlich mega interessant, das mal so zu testen. Ich meine, ja, es ist kein super akkurater Test. Da hätten wir jetzt wirklich hingehen müssen und hätten über mehrere Jahre verteilt immer dieselbe Reihe vergleichen müssen. Weil es kann ja wirklich mal sein, in einer Reihe steht ein Baum mehr oder weniger. Das wäre also natürlich nochmal ganz anders geworden. Weiß auch nicht, wir haben ja manche, die so ein bisschen dunkler, manche ein bisschen heller sind, die Bäume. Vielleicht macht das auch unterschiedlichen Ertrag. Ja, war gerade zu weit nach außen. Aber zumindest einen Anhaltspunkt haben wir so. Und der Anhaltspunkt sagt, Düngen lohnt sich, Pflügen lohnt sich nicht. Und beim Düngen lohnt es sich auch zweimal zu düngen. Es wäre halt natürlich, wäre jetzt noch ein Jahr LS22 zu spielen, dann könnte man jetzt die Tests natürlich weiter verschärfen, indem man auch mal probiert, verschiedene Arten zu düngen. Ob man denn vielleicht das auch hinbekommt, dass dann weniger dieser hellblauen Flecken noch auf der Map angezeigt werden. Aber ja, das kriege man nicht mehr hin. Ich guck noch mal kurz. Macht die Anlage. Ah, gerade mal wieder 22 Liter durch in der Zeit, in der wir hier den ganzen Anhänger schon wieder voll gemacht haben. Yay, wir haben 50. Wir haben 50 Liter hier drin. Yippie, yippie, yay. Fehlen ja nur noch 200. Es ist 20%, ist die erste Kiste voll. Also das dauert noch. Das dauert noch eine ganze Weile. Aber gut, das kann er jetzt durchrattern. Beim nächsten Anhänger vielleicht doch nochmal da rein. Nee, beim letzten Anhänger werde ich dann nochmal reinkippen. Der wird ja wahrscheinlich eh eine ungerade Zahl dann am Ende haben. Und ja, dann lass uns in der nächsten Folge doch mal schauen. Ich ernte jetzt hier in Ruhe weiter und dann gucken wir mal, wie viel zusammengekommen ist, wie viele Kisten ich dann da noch rumstehen habe und so weiter. Also habt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao, ciao.